Die First Strike Eagle Deluxe bei Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, ihr merkt, hier hat sich einiges verändert. Das neue Studio ist fertig. Da will ich erstmal ganz herzlich den Unterstützern danken, die zahlreich mich dieses Jahr supportet haben. Vielen Dank, ihr habt es mit möglich gemacht. Was habe ich heute für euch? Ich habe für euch die First Strike Eagle Deluxe. Ich hätte vorgeschlagen, ich erkläre ein paar Features von dem Gewehr. Wir machen einen Chronitest, wir machen einen Abzugstest, wir machen einen Schusstest und am Schluss schauen wir mal, für wen das Gewehr denn dann geeignet ist. Los geht's! Hier vorne dran haben wir den Lauf. Auf dem Lauf angebracht sind drei kurze Picatinny-Schienen zum Anbringen von Zubehör. Hier an der Seite seht ihr diese zwei goldenen Innengewinde letzten Endes. An diese und auch auf der anderen Seite ist es eben genauso. Lassen sich noch zwei weitere, die im Lieferumfang auch enthalten sind, Picatinny-Schienen anbringen. Dort könnt ihr dann irgendwelches Zubehör, Equipment und so weiter dran bauen. Allerdings ist natürlich wichtig, dass ihr hier die Vorgaben eures jeweiligen Landes beachtet. Also sprich mit einer Taschenlampe oder so, seid vorsichtig, baut eine Attrappe hin. Auch unten dran hat das Gewehr eine Picatinny-Schiene. Ich hatte gehofft, dass mein Zweibein noch rechtzeitig kommt. Das hängt irgendwo noch beim Zoll. Es ist leider noch nicht da. Schade, sonst hätten wir das mal direkt mit ausprobieren können. Ja, dann unter dem Lauf seht ihr hier die Kartusche. Wir haben ein 200 Bar Pressluftsystem. Hier vorne dran, ich halte es mal ein bisschen schräg, ihr seht es auch noch in der Nahaufnahme, haben wir das Manometer. Dann kann man hier, ich habe schon aufgedreht, genau, ich habe es vorhin noch schnell voll gemacht, seht ihr den Quickfill-Anschluss, da könnt ihr mit einer, zum Beispiel mit einer Pumpe oder mit einem Kompressor einfach Quickfill anschließen und die Kartusche voll machen. Dann haben wir hier das System, das ist ein 200 Bar Pressluftsystem ohne Regulator. Hier nebendran seht ihr den Repetierhebel, mit diesem könnt ihr jeweils in den 9 Schussmagazinen, von denen 3 Stück im Lieferumfang dabei sind, immer einen Schuss weiter repetieren. Das heißt, ihr betätigt den einmal, dann geht es automatisch die Federvorspannung weiter und ihr könnt beim Zurückschieben mit dem Kammerstängel dann das Diabolo in den Lauf schieben. Dann, ihr seht es hier, gäbe es die Möglichkeit, noch grundsätzlich die Leistung des Gewehrs einzustellen, ist für uns hier in Deutschland uninteressant, weil die Leistung ist auf die höchste Stufe gestellt und ist unter den 7,5 Joule. Es wird wohl kaum jemanden geben, der sich das Gewehr schwächer stellt. Falls doch, dann könnt ihr das hier mit einer Münze hier hinten dran eben einfach tun. Hier auf der Seite haben wir dann noch die manuelle Sicherung. Hier das weiße S bedeutet Safe. Das rote F bedeutet Fire und unten drunter haben wir den Abzug und den Abzugsbügel. Dann haben wir den Schaft hier vorne aus Kunststoff, lässt sich wunderbar greifen und man kann es wirklich herrlich in den Anschlag nehmen dann. Dann haben wir den Buchenholz-Lochschaft, hier ist keine Punzierung oder keine Fischhaut vorhanden. Der Schaft hat eine erhöhte Schaftbacke, also die lässt sich dreifach in der Höhe einstellen. Das ist hier über so Löcher gelöst. Man dreht diese beiden Schrauben raus und kann es dann eben weiter runter und hochsetzen. Ich habe es auf die höchste Stufe gesetzt. Und hier hinten dran haben wir noch eine gummierte Schaftkappe. Hier oben angebracht auf der 11 mm Prismenschiene in einer Sportsmatch-Montage seht ihr ein Hawk Air Max 6-24x50 Kompaktzielfernrohr. Mag ein bisschen überdimensioniert sein, das heißt das Zielfernrohr vom preislichen her gegenüber dem Gewehr, aber ich will dem Gewehr einfach auch die Chance geben, sich mit den teureren Gewehren messen zu können und deswegen habe ich da auch ein ordentliches Zielfernrohr drauf gebaut, dass wir dann einen ordentlichen Schusstest machen können. Und ich hätte vorgeschlagen, gleich kommt es zum Schusstest. Ich möchte noch ganz kurz das Abzugsgewicht zeigen und danach machen wir den Schusstest. So, bevor wir den Schusstest machen, möchte ich noch den Abzug messen. Das heißt, hier momentan ist auf Safe, es ist kein Diabolo drin. Ich repetiere einmal, stelle es mal ganz kurz auf Fire und werde einmal den Abzug messen. Und
Und wir haben hier ein Gewicht, ein Abzugsgewicht von 980 Gramm. Aber jetzt ist es soweit, jetzt schießen wir eine Runde. Wir sind beim Schusstest angekommen. Das erste Magazin ist voll. Ich betätige den Repetierhebel einmal nach hinten. Das geht mit mittlerem Kraftaufwand, jetzt nichts Dramatisches. Dann schiebe ich von links das Magazin rein. Das geht wunderbar rein. Und repetiere das zurück. Leute, was ihr nicht machen dürft, den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe die Montage minimal zu nah hier ans Magazin rangebaut und hat sich selbst nicht mehr gedreht. Das war ein bisschen eine peinliche Geschichte, weil ich mich natürlich beim Händler gemeldet hatte und gesagt habe, das funktioniert nicht. Naja, aber selbst ich lerne auch noch dazu. Also, wir machen mal auf die Scheiben jeweils 9 Schuss. Hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, weil die Magazine 9 Schuss Kapazität haben. Wir schießen mal 1, 2, 3 Magazine leer. Also mit 1 Kilogramm Abzugsgewicht geht er wirklich angenehm. Ich verschiebe das jetzt mal ein bisschen nach rechts. Der Repetierhebel ist durch die Gummierung auch sehr griffig. Ich muss gerade dran, was ich bei den ersten beiden Schuss gemacht habe. Und einer müsste noch drin sein. Okay, das müsste es gewesen sein. Genau. Dann fülle ich das Magazin nochmal. Da legt man einfach los. Das muss man nicht vorspannen, sondern man gibt ein Diabolo rein und dreht es dann einfach um eine Position weiter. Es ist ein bisschen eine Majestätsbeleidigung, weil ich schieße nicht mit den Finest. Die Finest funktionieren leider in dem Gewehr gar nicht. Ich habe heute die JSB Exakt 4,52 mm. Mag sein, dass es noch bessere Diabolos dafür gibt. Ich habe jetzt mal ein paar Sorten ausprobiert und die haben halt auf jeden Fall am besten funktioniert. Und dann hätte ich gesagt, mach mal einfach nochmal ein paar Schuss. So, das Magazin wieder einlegen, geht nur von links. Und dann gehen wir nochmal auf die gleiche Scheibe, gehen wir da links hin. Das System arbeitet natürlich prellschlagfrei. Und die Präzision kann sich doch sehen lassen. Machen wir mal noch einen in diese Gruppe. Hoffentlich versauen wir das gute Ergebnis nicht. Ah, minimal ist es größer geworden. Und jetzt gehen wir mal auf die rechte Scheibe. Also, das kann sich doch sehen lassen, oder? Also, die letzten 4 waren ja mal richtig super. Sollen wir noch eins machen? Komm, wir sind ja zum Spaß hier. Eine Runde schießen wir noch, hätte ich gesagt. Gut, das letzte Magazin.
Und dann noch einen Streukreis weiter nach rechts und dann haben wir es gepackt. Bisschen verwackelt. Gut, das war der Schusstest. Ich hätte gesagt, wir gehen direkt mal über zum Kronitest und machen da auch mal 10 Schuss. Los geht's. So, also wir sind beim Kronitest angekommen. Ich mache dir 10 Schuss, JSB exakt 0,547 Gramm. Los geht's. Ich hätte vorgeschlagen, heute sind wir auch mal mit 9 Schuss zufrieden, sonst müsste ich jetzt noch mal ein Magazin laden. Ich hätte gesagt, wir gucken mal durch. Also los geht's. Schussanzahl 9. Durchschnittlich 5,5 Joule. Durchschnittliche Geschwindigkeit 141,4 Meter. Von 135 bis 143. Konstanz von 8,5 Meter. Das ist für eine unregulierte echt okay, kann man nichts sagen. Standardabweichung vom Mittelwert 2,6 Meter. So, wir sind beim Fazit. Wir haben den Abzugstest gesehen, den Schusstest gesehen, den Kronitest gesehen. Ich würde jetzt gerne mal alles zusammenfassen. Also, das Gewehr ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Für, ich sag mal, Rechtshänder ist es ein bisschen bequemer wegen den beiden Schaftschrauben hier an der Seite, aber Linkshänder kommen da auf jeden Fall auch damit klar. Ihr habt die Präzision gesehen, gerade die auf der zweiten Karte. Ich würde das jetzt mal gucken, dass ich das mal so schön in die Kamera halte und mal dazu einen Cent. Also das heißt, jegliche Streukreis, sogar der in Anführungszeichen recht schlechte hier am Anfang, also schlecht war der jetzt nicht wirklich, aber auch der verschwindet unter einem Cent. Und wenn ihr euch dann den hier mal anguckt, also da kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht beschweren, was die Schussleistung angeht. Die Power grundsätzlich mit 5,5 Joule, ja, ist ein bisschen schwach auf der Brust, ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn ihr nicht gerade auf 50 Meter schießen wollt, sondern für den, sagen wir, Hausgebrauch, also so irgendwas zwischen 10 und 25 Meter, reicht euch das auf jeden Fall auch aus. Ja, sonst kann ich nur sagen, alle, die was Taktisches mögen, die gerne mit zwei Beinen zum Beispiel schießen oder auch, ja, das, ich sag mal, das Offhand-Schießen, die liegt wunderbar im Anschlag. Die sieht auch echt scharf aus. Für die ist es was, das Gewehr. Wenn jetzt irgendjemand von euch einen Wettkampf schießen will oder auf das klassische Design steht, schaut da auf ergandi.de vorbei, geht oben auf Druckluft, gebt bei Reviews rein und schaut einfach mal, was ich denn noch sonst so alles getestet habe. Und dann müsstet ihr euch in dem Fall was anderes aussuchen. Sonst kann ich sagen, super Einsteigergewehr, super Blinkergewehr. Von meiner Seite aus soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.